Guten Morgen. Der Tagesablauf mit dem Udo Poco beginnt. Unauffällig unter der Kleidung, bereit für die Abenteuer des Tages. Und zum Frühstück. Oh, lecker. Frisch gebackenes Sauerteigbrot. Einer meiner Lieblingskombinationen. Erdnussbutter und ukrainischer, naturbelassener Honig. Schön abstreifen. Dann ist es wieder sauber. Als zweites Frühstück pelle ich mir gerne ein Stück Obst. Und da dieses Messer hier eben so aussieht wie ein Küchenmesser, ist es sozial verträglich, wie ein Schälmesser. Also da hat auch bis jetzt in der Schule und an öffentlichen Plätzen niemand was dagegen gesagt. So, jetzt genieße ich erstmal das Stück Obst. Das Messer verschwindet unter der Kleidung und ist damit ganz unauffällig. Boah, habe ich jetzt einen Appetit drauf. Halt die täglichen Kräuter. Schneide ich gerne mit einem scharfen Messer. Wir sind gerade hier spazieren gegangen und wie der Zufall so will, man hat ja sein Messer dabei und wir brauchen Bohnenstangen. Oh, die sieht gut aus. So, dann habe ich sie mal hier angespitzt. So schön, dass man so ein Messer immer dabei hat. So. Gut. Und einsatzbereit für die nächste Aktion. Wenn im Café das normale Messer zu stumpf ist für Brezel zu schneiden, dann zum Glück habe ich einen Bushcraft-Mann dabei, der immer sein Messer dabei hat. Da hat man die Brezel leichter zu schneiden. Oh ja, das ist viel angenehmer. Und am Abend, wenn der Tag vorbei ist, da lege ich mir das Messer zur Kleidung, damit es am nächsten Morgen wieder angelegt werden kann. Und so träumen wir von vielen Abenteuern. Gute Nacht.